heute Abend die richtige Entscheidung getroffen. Sie sind bei diesem grisseligen, scheußlichen Wetter zur langen Nacht der Zeit gekommen. Symbolisch besetzen wir die Stadt mit mehr als 20 Veranstaltungen an sehr unterschiedlichen Orten, vom Audimax über das Schauspielhaus. Und die Redakteurinnen und Redakteure der Zeit stellen sich den Hamburgern und insbesondere natürlich unseren Leserinnen und Lesern. Wenn wir da 25 Mal die Bühne rocken und den Saal rocken, dann ist das für eine Zeitung schon etwas ganz Außergewöhnliches. Ich kenne zumindest keine andere Zeitung in Deutschland, die so etwas auf die Beine stellen kann. Es ist sehr wichtig für ein Medium, sich zu präsentieren, gerade in heutigen Zeiten, wo wir auch viel Kritik ausgesetzt sind, dass man tatsächlich auch in Kontakt tritt mit den Menschen. Und ich finde es wunderbar, dass das an einem Tag gelingt, bis in die Nacht hinein, mit verschiedenen Veranstaltungen, Kultur, Politik, alles dabei. Und bin sehr froh, dass ich Teil dessen sein darf. Ich finde die Stimmung wahnsinnig toll. Man merkt, dass das Publikum sehr wohlwollend ist. Und dieses Publikum war sehr lebendig. Ich kann das gar nicht so genau sagen, dass dieses Interesse war schon immer da. Also ich bin nie ein Nerd oder so gewesen, der sich nur dafür... Ach bitte. Ich habe gedacht, doch, da machst du dich halt mal wieder über irgend sowas lustig, was dir lustig vorkommt. Und da brannte aber in einer Weise die Hütte, Mann, oh Mann. Und da wusste ich, das musst du öfter machen. Jochen und ich haben einen neuen Podcast, Alles gesagt. Fragezeichen. Und das Prinzip ist ganz einfach. Nur der Gast, den wir interviewen, darf entscheiden, wann wir aufhören. Wenn man so viel sabbelt, dann weiß man manchmal gar nicht mehr, wann man was gesagt hat. Also wenn ich Sie langweile, müssen Sie mich unterbrechen. Ja, ist okay. Ist geht's noch? Ja. Also, ja. Unendliche Geschichtenerzähler als Schriftsteller und sehr unterhaltsam dadurch natürlich. Das hat es sehr einfach gemacht. Das ist doch toll auch. Nee, lass das, bitte, das gehört doch zur langen Nacht dazu, dass das Licht auch irgendwann ausgeht, oder?